Danke vielmals. Ingo Preuß als Produktionsleiter. Und der, der jetzt auf die Bühne kommt, sein Name ist Sebastian Ströbel und in der Serie heißt er Markus. Riesenapplaus für Markus Kofler. Sebastian Ströbel kommt zu uns. Oder auch nicht. Einen wunderschönen guten Morgen. Big Sucker, das ist ja unglaublich. Du schaust ja noch jünger aus als im So wie der aussieht. Servus. Wie immer. Grüß dich. Morgen. Hallo, guten Morgen. Allseits braucht man fast gar kein Mikro. Hallo. Na, ist das Wetter gut heute? Schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, du hast ja schon alle offiziell willkommen geheißen. Das können wir kannst das jederzeit. Ja, wir machen das jetzt ein paar Mal. Geht schon heute. Ja, immer. Ihr seid gut drauf, ihr habt eure Handys aufgeladen. Wir haben tatsächlich uns heute viel vorgenommen mit euch. Ich habe mir extra hier, weil ich weiß, dass ich heute zu nichts kommen werde, habe ich mir extra eine Stulle auf die Tasche mitgenommen. Damit ihr mal wisst, was wir alles in unseren Taschen drin haben. Also in diesem Sinne könnt ihr euch auf einen tollen Tag mit uns freuen. Wir tun es schon lange, weil wir auch schon lange wissen, dass ihr kommt. Und wir sind mega gespannt, was passieren wird. Und heute Abend wird es auch sehr schön. Wenn ich dich sehe, so wie du angezogen bist, das schaut nach Action aus. Warum bist du eigentlich schon komplett adjustiert? Naja, wenn ich das jetzt schon sage, könnte ich euch von jeder Folge auch schon das Ende erzählen. Aber das wollen wir ja nicht. Seht ihr? Das ist immer das alles. Was passiert? Kommen Katharina und Markus wieder zusammen? Was passiert mit Michi? Was passiert? Es bringt ja nichts, wenn ich das jetzt erzähle. Ihr wollt es ja dann trotzdem nicht wissen, oder? Also wenn ich sage, jetzt soll ich euch schon spoilern, was passiert? Also Folge 6 von den Winters. Passt mal auf. Warte mal. Am Ende von Folge 6. Was heißt das? Und wisst ihr was? Das Schlimme ist, dass ich jetzt schon wieder, weil wir so in diesen neuen Folgen drin sind, es ist tatsächlich oft so, dass ich gar nicht mehr weiß, was wir im Winter gemacht haben. So. Bin ich jetzt alt oder bin ich einfach schon so in der Rolle drin? Voll in der Rolle drin. Okay. Das hat nichts mit Alter zu tun. Ja. Null. Dann bin ich beruhigt. Wie war dein Sommer? Großartig. Also es war warm. Sommer in den Bergen. Also es war schön warm. Und ich mache ja auch immer den Spaß, dass man wahrscheinlich jetzt in Zukunft immer sagt, oh, ich freue mich so nächste Woche. Ich habe Urlaub in der Ramsau, ich fahre in den Regen. Es soll richtig schlecht werden. Ich freue mich auf 2 Wochen Regen. Ne? Also, weil es dann nicht mehr so heiß sein wird, überall, da wo man hinfahren will. Also, wenn die Sommerziele nicht mehr nach Sonne, sondern nach Regen ausgesucht. Meiner war wunderschön. Ich habe tatsächlich 2,5 Wochen Urlaub gemacht. Das war sehr schön. Familie hat sich auch gefreut. Ich habe mich wieder vorgestellt, wer ich bin. Und das Blöde ist, immer nach 2 Wochen wissen die Kinder es dann wieder und dann gehe ich wieder. So. Nein, alles war wunderbar und es war eine tolle Zeit. Magst du uns verraten, in welcher Gegend ihr wart? Wart ihr am Meer? Wart ihr in den Bergen? Ich war natürlich hier in der Ramsau. Du warst in der Ramsau? Auch. Okay. Also wo macht man denn sonst Urlaub, außer in der Ramsau, oder? Ja, also, sehr gut. Es ist wunderschön hier, aber tatsächlich war ich dieses Jahr auf Sizilien. Das war sehr schön. Kann ich auch, falls ihr mal Ramsau müde seid, was ihr nicht sein werdet. Sizilien ist auch schön. Ich habe gehört, es ist ganz gut, hin und wieder mal ins Ausland zu fahren und auch das Meer zu sehen und vielleicht auch eine Insel zu fahren, so wie du nach Sizilien. Dann kann man hier das Wasser, das man aus der Leitung trinken kann, wieder umso mehr schätzen und auch die frische Luft. Also ich finde das so als Entschlackungsprogramm super. Ich trinke auf Sizilien erstmal ein Glas. Hier nehme ich es dann halt aus der Toilette. Aber guck mal, ich bin schon so gestört vom Film, dass ich immer das Bedürfnis habe, mich ins Licht zu stellen. Das, ist, ne? Das macht mich ganz nervös. Weißt du, was diesen Schatten? Ihr müsst wissen, wenn man als Schauspieler, muss man immer darauf achten, wo ist das Licht? Mache ich immer, jetzt mache ich dir hier einen Schatten zum Beispiel. Guck mal, jetzt, das findest du jetzt als angenehm, aber ein Schauspieler hasst das. Er sagt, geh mir aus dem Licht raus da! Das ist meine Nahe, verpiss dich! Wirklich so, naja, so ist gut. Das machst du doch mit Absicht, das sind die Tricks. Wir können euch das auch mal erklären, ein paar Tricks, wie Schauspieler sich aufführen, also was sie machen können. Das wäre cool, ja. Zum Beispiel, dass man seinen Text viel langsamer sagt. Dann muss man nämlich viel länger, hat man längere Zeit. Ne? Je länger jemand redet, desto länger ist man dann auf jemanden drauf. Man kann anderen Schatten reinmachen, man kann nicht zum Anspielen kommen. Also es gibt viele, viele Tricks, um sich in den Mittelpunkt zu spielen. Ich bin mal gespannt, was die anderen. Du kannst es gleich die anderen auch mal fragen, was sie machen. Der Michi hat da bestimmt auch sehr viel. Meinst du wirklich? Also beide, welcher Michi? Pascha und der Robert. Michi Dörfler, also das ist immer ein bisschen schwierig. Ist ja echt ein Horror bei uns mit dem Namen. Ne?
Naja, nein, eigentlich überhaupt nicht, weil in der Serie heißt Xavier heißt und privat auch. Ja, aber das ist ja immer umgedreht, dann Michi, ja. Dann mit Mia, ja, Mia, ja. Mia, Mia war natürlich leicht, ja. Wenn wir noch den Bergdoktor dazu holen, ja, dann wird es ja noch komplizierter, ja. Weil da ja auch nochmal alle irgendwie die gleichen Namen mit uns drüben haben und so. Ihr seht, das ist eine große Familie. So, willst du was fragen? Was hast du heute davor noch gefrühstückt? Bevor du dir das... Moment, in Deutschland sagt man Stulle, egal, bei uns sagt man Weckerl. Ich leide unter Sodbrennen. Oh, kein Kaffee? Doch, eben, das ist ja mein Problem. Ich trinke leidenschaftlich gerne Kaffee. Ja? Ich habe deswegen aber auch, ich trinke eigentlich immer nur diese Bialetti. Darf man das sagen? Ist das eine Marke? Ist eine Marke. Ne? Aber, also diese Espresso-Kocher, ne? So zum Hoch und dann hole ich mir einen Kaffee. Mokka, ja genau. Das, ich bin eigentlich nicht so der große Frühstücker, muss ich sagen. Das ist so mal ganz schön, aber eigentlich trinke ich immer nur Kaffee am Morgen. Das wird jetzt gerade fast ein bisschen wie so ein Bund. Ja, das ist aber super. Ja, weil wenn ich weiß, dass du das machst. Jetzt habe ich über meinen Sodbrennen, über Stuhlgang. Das ist ja. Super. Ich bin der Moderator und die Themen sucht ihr aus. Perfekt, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Aber ihr wisst auf jeden Fall danach alles über mich. Seht ihr, nur für die Fanwanderung habe ich mir das alles aufgespart. Wir haben hinten einen ganz großen Scheinwerfer. Komm, stellen wir uns wieder ins Licht. Ja, außerdem ist er da... Doch, um einiges wärmer. Also zwischen Schatten und Licht, was haben wir da? Mindestens 20 Grad Unterschied gefühlt. Es gibt nur Licht und Schatten, es gibt nichts dazwischen. Also nur Schwarz und Weiß, Licht und Schatten und es gibt nur die Bergretter, oder? Ja. Ja, hey, immer! Schön, dass ihr da seid. Sebastian, sehr cool. Sollen wir jemanden von deiner Mannschaft heraufholen oder machen wir das Gespräch allein? Das wäre jetzt wegen des Mittelpunkts wäre es. Da hast du recht, aber da ich ein sehr bescheidener Typ bin und eher von der schüchternen Art, holen wir die anderen mal raus. Dann holen wir den herauf, der noch bescheidener ist als du. Die Katharina. Ja, ich würde sagen, die Katharina, die holen wir in der Mitte, damit sie auch in der Mitte stehen kann. Als zweiten holen wir denjenigen, der oftmals in diesem gelben Helikopter drinnen sitzt. Der heißt mit bürgerlichem Künstlernamen, heißt der Robert Lohr. Und in der Serie ist er der Michi. Lieber Michi Dörfler, komm zu uns herauf! Das Outfit ist so cool. Ich liebe deinen One-Suit. Hallo, hallo. Herrlich. Herrlich. Hallo, hallo. Sebastian, wenn du zwei Schritte zu uns kommst, dann stehst du auch in der Sonne. Es ist eigentlich immer ein bisschen affig, dass man sich immer begrüßt auf der Bühne. Also ich absichtlich mich jetzt rausgeholt? Ja, absichtlich nicht. Ja, weil die Luise hinter der Tür gewartet hat. Die hätte schon gewartet. Wir waren gerade total überrascht. Der hält sich nicht an die Reihenfolge. Warum hast du mich jetzt gerade... Eigentlich sollte Luise gerade rauskommen. Und sie liegt jetzt hinter der Glastür und heult. Warum kommst du eigentlich her? Wer tröstet am besten? Aber es scheint kein Zufall zu sein. Das wird alles gleichzeitig machen. Früher hieß es eben... Bist du eigentlich die Nummer 1? Oder ich? Kennt ihr die Bands Rio? Die haben hast du dir die Haare gewaschen heute Morgen? Nein, das mache ich eben überhaupt. Ja, du wurdest auch geföhnt in der Maske. Ja, ich habe 5 verschiedene Haarpflegeprodukte. Ich werde euch heute versorgen mit allen Insights. Also ich gehe mir nur noch einmal kurz durch. Und dann es gibt ich keine so Frage, aus. Die ich nicht beantworte. Warum begrüßt du mich auf der Bühne? Du hast doch hinter der Bühne schon Hallo gesagt. Warum macht man das? Weil ich ein Schleimer bin. Ja. Machen wir heute ich will von deinem Ruhm profitieren. Ja, sehr gut. Yeah. Wir sind wieder da. Michi Dörfler. Ich finde, das ist ein Applaus wert. Sonst noch Fragen? Und wir begrüßen als nächstes mich. Es reicht jetzt auch mal. Michael. Mehr wollen wir von dir gar nicht. Rudi Pascha. Nein, das war Spaß! Bleib hinten! Die machen ja nur Blödsinn! Bleib hinten, es war ein Spaß! Du kannst dich noch eine Stunde entspannen, Michael! Ja, weil jetzt ist nämlich der Michi Dörfler dran. Genau, die Stunde gehört dir. Wir haben heute die Wanderung ein bisschen auf Mittag verschoben. Wir werden dann gleich einmal hier einen Würstelwagen vorfahren lassen, damit alle was zum Essen haben. Du, deine Lieblingsroute mit dem Hubschrauber. Wo fliegst du die? Ist das oben am Dachstein? Oder ist das irgendwo ein bisschen Richtung Süd? Och, haben wir heute schon ein paar Mal gehört, gell? Also Richtung Eich, Gröbming oder wo fliegst du am liebsten drüber? Michi überlegt. Hast du was dazu zu sagen? Nicht?
Also, da ich ja wirklich... Jetzt seid ihr alle gespannt, ne? Da ich ja meinen Beruf sehr ernst nehme und die Texte sehr gut vorbereite, ich gucke eigentlich nie aus dem Fenster, wenn ich fliege. Also insofern ist es mir eigentlich wurscht, wo ich hinfliege. Wenn du fliegst, meinst du? Ja. Wenn du fliegst. Ja, ich fliege überall gerne rum, ist okay. Alles schön. Aber am liebsten noch, wenn ich ehrlich bin, also unser Hausberg ist ja der Grimming. Kennt ihr jemanden den Grimming? Ja. Also die meisten Aufnahmen, da fliegen wir meistens da oben rum, um den Grimming rum, oder fliegen wir viel. Aber wirklich schön ist schon die Dachstein, Südwand, so Dachstein zu fliegen. Okay, also dann gibt es nochmal der Michi Dörfler und auch der Dachstein, die Südwand, den Applaus fürs... Und auch der Location Scout bitte, ja, für die richtige Auswahl. Was ist heute, das, worauf du dich am meisten freust? Ist das jetzt die Begrüßung, dieses gemeinsame, persönliche, oder was, das Streitgespräch mit dem Sebastian, oder was ist es? Der persönliche Kontakt, also erstmal muss ich sagen, Fans, mit deinen Fans. Also erstmal muss ich sagen, ich finde es wirklich immer wieder total rührend, wie viele Leute hierher kommen und es waren ja viele von euch wahrscheinlich neulich beim Nachtdreh da, oder? Wer war alles da? Also einige. Die Hälfte. Und kann ich nur jedes Jahr wieder sagen, wie klein wir hier angefangen haben und dass jetzt so viele Leute hierher kommen zu diesem Fantag oder uns beim Drehen zuzugucken, das finde ich wunderbar. Und ansonsten freue ich mich natürlich darauf, mit dem Sebastian den ganzen Tag irgendwie Blödsinn zu reden. Also viel Ernsthaftes wird nicht kommen. Es sei denn, der Thomas stellt mir so ernsthafte Fragen. Heute nicht, aber weißt du was? Ich glaube, die ernsthaften oder auch die guten Antworten, die du dir gedacht hast, die wird jetzt die liebe Luise Beer uns allen geben, oder? Also, dann sagen wir mal Danke an den lieben Michi Dörfler, Robert Lohr. Endlich mal ein bisschen Testosteron ist auf die Bühne, ne? Ja. Und jetzt kommt sie, die Luise Beer als Katharina. Liebe Katharina, komm zu uns mit Foto und jetzt bist du da. Danke, dass ihr die Sonne mitgebracht habt. Boah, die Sonne ist jetzt aufgegangen mit dir. Ich hab stimmt, gestern so habe ich recht. Na, Applaus für die liebe Luise. Ich habe ja gestern mit euch mitgelitten, als ich mit dicken Socken unter der Decke auf dem Sofa lag und aus dem Fenster guckte und dachte, meine Maske ihr habt es schön. Genau. Habt ihr es schön am Dachstein? Ihr habt wahrscheinlich gar nichts gesehen da oben in der Wolke, oder? Aber jetzt wisst ihr, wie es uns manchmal auch geht. Wenn aber keine Sorge, das Wetter soll nachher auch wieder schlecht werden. Heute noch was im Ghetto. Luise, so erholt, die Sommerferien gehen schon langsam zu Ende. Wie geht's dir denn? Du bist die Mutter und es gibt auch Schulzeiten in deinem Familienumfeld. Wie geht's dir damit jetzt so? Ja, jetzt fängt der erste Leben an bei uns, weil meine Tochter in die Schule kommt und das ist jetzt eine andere Geschichte. Vorher konnten wir reisen, wann wir wollten. Ihr kennt das bestimmt auch alle. Jetzt muss man halt auf die Schulferien achten. Das Schöne ist, dass sich hier zu sein ja immer wie Ferien anfühlt. Deshalb gefühlt ist ja das ganze Jahr Urlaub. Das ist aber richtig cool und du hast recht. Absolut. Luise, der Sebastian, der war... Ingo, du hörst, das gibt dir wahnsinnig viel Freiheiten für den nächsten Drehplan. Ja? Ich weiß nicht, ja, und vor allem für die Gage, wenn das hier Urlaub ist. Also für mich ist es Arbeit. Ich weiß nicht, wie die Kollegen das sehen. Für mich ist es Arbeit und ich soll auch ordentlich bezahlt werden. Also wenn du es umsonst machen willst. Ingo, wo bist du? Ah, der ist schon wieder weg, alles klar. Ja. Der Sebastian war heuer in Sizilien und in Ramsau auf Urlaub. Der liebe Robert hat uns noch nicht verraten, wo er auf Urlaub war heuer. Und er hat uns gesagt, er fliegt gerne um einen Dachstein und um einen Grimming herum. Aber wo warst du auf Urlaub? Hast du Zeit genutzt? Und warst du also ich war mit meinen erwachsenen Kindern in Freiburg und in Straßburg. Das klingt jetzt komisch, ne? Aber da gibt es wahnsinnig guten Wein. Da gibt es ja auch so eine Weinroute. Also das habe ich gemacht. Ich dachte, du trinkst keinen Wein mehr. Jetzt ist, du willst doch jetzt nur noch so bla. Tee mit Blubberwasser. Ja, also jeder versucht ja von der Flasche wegzukommen. Wenn wir versuchen das jeden Abend. Und wir wissen beide, wie es endet. Jeden Abend. Aber wir probieren das mit dem Blau. Ja. Luise, verrat uns, was ist Blau?
Ist das jetzt Schleichwerbung, wenn ich das verrate? Ich fürchte, ja. Okay, na, na, du kriegst ja Geld dafür. Und du warst auch auf Urlaub? Lass uns wissen, wo du hingefahren bist. Also... Ramsau wahrscheinlich schon auch, oder? Wir reden vom Sommerurlaub. Ne? Jetzt mal, jetzt genau, vom Sommerurlaub. Genau, genau, jetzt ich bin tatsächlich ein bisschen länger hier geblieben, weil wir während der Drehzeit natürlich nicht dazu kommen, so oft wandern zu gehen. Und bin erst mal ein bisschen in den Bergen rumgewandert und bin dann an die Côte d'Azur gefahren und habe das Meer noch hinten dran gehängt. Wow, Côte d'Azur, die ist ja relativ lang. Wo seid ihr da gewesen? Saint-Tropez oder... Nein, wir waren in der Nähe von Nizza, weil wir leider den Flughafen brauchten, weil wir alle mal wieder zur Arbeit hinfahren mussten. So viel zum Urlaub. Nähe von Nizza zum Baden mit der ganzen Family? Zu wie viel wart ihr? Nizza hat ja, ich weiß nicht, wer sich ein bisschen an der Côte d'Azur auskennt. Da sind eher Steinstrände. Man muss dann noch ein bisschen weiterfahren, dann kommen die schöneren Strände. Und wir waren mit Freunden einfach unterwegs. Und das Spannende ist ja, wenn man sich lange nicht sieht und sich viel zu erzählen hat, ist das Sightseeing etwas kurz gekommen. Wir waren einfach froh, dass wir uns alle haben. Schöne Zeit an der Côte d'Azur, die Louise Beer. Jetzt kriegt sie mal einen Urlaubsapplaus. Müsstet ihr euch denn alle Urlaub nehmen, um hierher zu kommen? Ja. Danke. Moment mal, jetzt kriegen Sie von uns einmal retour einen Urlaubsapplaus. Schön, dass ihr alle da seid, wirklich ganz toll. Für den heutigen Tag, wenn es dann zum Autogramme schreiben geht, ist es auch für dich ein Highlight, dass du mit deinen Fans direkt in Kontakt kommen kannst? Total, ich freue mich vor allen Dingen, ich habe schon wieder ganz viele bekannte Gesichter gesehen. Und das ist ja so schön, dass man immer sagen kann, genau, alle Jahre wieder. Und deshalb freue ich mich auf nachher. Habt ihr eigentlich, Entschuldigung, jetzt muss ich die Fans fragen, lasst ihr euch eigentlich auch das Datum draufschreiben, damit ihr das chronologisch einsortiert in eure Fanmappe? Schon, oder? Und wie schauen die Fotos aus? Sind das immer die gleichen oder kriegt man damit, dass die Louise jedes Jahr jünger wird? Dass ich jünger werde? Ja, du ja, sowieso. Entschuldigung. Sag, wie meinst du? Aber, wir als Männer werden sowieso immer jünger. Ja? Keine Frage, ja? Und die Damen? Natürlich auch. Das ist eh klar. Habt ihr eigentlich jedes Jahr neue Fan-Autogrammkarten? Also ich muss gestehen, Ingo oder ZDF, ja, hört ihr zu? Wir brauchen mal wieder neue Karten. Genau. Ich schäme mich dafür, dass ich euch heute dieses Jahr wieder das. Ich habe eine neue, könnt ihr euch freuen. Da könnt ihr euch freuen. Alter Schwede, das ist überhaupt. Sind alle mit ihren alten Dingern da. Ich habe eine extra nicht mit meiner alten Karten dafür beauftragt, der so eine Karikatur zeichnet. Ja, bei dir muss das halt wieder angepasst werden, weißt du? Die Haarfarbe hat nicht mehr gestimmt. Wer antwortet am lautesten auf die Frage an die Louise? Herr Robert, oder? Kann nicht anders sein. Louise, du hast aber noch zwei weitere Darsteller an deiner Seite, mit denen du im Team spielst. Wer fehlt denn jetzt bei uns auf der Bühne? Wen sollen wir noch heraufholen? Ich finde, es reicht, oder? Ja, Robert weiß die Antwort. Oder?